Hey, wir sind Elena und Jana von MTP Nürnberg und wir beschäftigen uns mit Marketing zwischen Theorie und Praxis. Unser Projekt dieses Semester ist ein Startup Crawl, ein Event, bei dem wir zusammen mit 30 Studenten zu coolen Nürnberger Startups ins Office gehen. Leider mussten wir unser Event verschieben. Stattdessen hat euch Ralf Fischer von Communication Ads ein paar Fragen beantwortet, wie es Ihnen zur Corona-Zeit gerade geht. Schaut rein! Hallo! Mein Name ist Ralf Fischer, bin seit vielen Jahren Gründer und Unternehmer im Bereich digitales Marketing und Portale. Ich habe einige Unternehmen selbst aufgebaut und unterstütze auch Startups als Business Angel. Im operativen Geschäft bauen wir gerade mit der Vertical Ads Group den führenden Anbieter für spezialisiertes Performance Marketing auf. Da wir mit unseren Standorten in Berlin, München, Nürnberg schon zwangsweise sehr remote aufgestellt waren, hat sich für uns vermutlich weniger geändert als in anderen Unternehmen. Wir haben aber schon recht bald vor den offiziellen Regelungen im Team diskutiert, wie wir am besten auf die weiteren Entwicklungen reagieren. Und haben uns so auch frühzeitig entschieden, komplett ins Homeoffice zu gehen, um zur Eindämmung von Corona beizutragen und auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Partner zu schützen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit finden interne Meetings sowie Kundentermine jetzt eben per Videochat oder auch per Telefon statt, bevorzugt per Videochat. Das ersetzt aus meiner Sicht zwar nicht den persönlichen Kontakt, ist aber immerhin eine Annäherung. Da unser Geschäftsmodell bereits zukunftsorientiert ausgerichtet war und wir zugegebenermaßen auch etwas Glück hatten, nicht in den am stärksten betroffenen Branchen aktiv zu sein, haben wir bisher keine wirklichen Anpassungen vornehmen müssen. Insgesamt spüren wir aber schon die Verunsicherung am Markt. Einige unserer Kunden sind von der Krise schwerer betroffen, andere wiederum wachsen. Was man auf jeden Fall merkt aus meiner Sicht, ist, dass es im Neugeschäft deutlich schwieriger ist. Ansonsten spüren wir im Tagesgeschäft eigentlich keine Auswirkungen, wenn dann eher positiv, also dass die Umsätze wachsen. Aktuell scheint es mit der Lockerung sehr schnell voranzugehen. Gerade haben wir beispielsweise die erste Nachricht bekommen, dass eine wichtige Messe im Herbst nach aktueller Planung stattfinden wird. Oder auch, wenn ich hier in der Innenstadt aus dem Fenster schaue, sind die Straßen doch schon wieder sehr voll. Grundsätzlich muss man sagen, dass jeder unterschiedlich mit so einer Situation umgeht und es mir von Anfang an auch wichtig war, möglichst gut auf jeden Einzelnen eingehen zu können. Der eine kommt mit dem Homeoffice besser zurecht, der andere vielleicht auch etwas schlechter. Und dementsprechend darf bei uns, wer möchte, ab sofort wieder ins Büro kommen. Wer lieber noch zu Hause bleiben möchte, darf natürlich auch das machen. Im Büro haben wir verschiedene Regeln eingeführt, um die Gesundheit allerbestmöglich zu schützen. Also angefangen mit Mindestabständen, wenn die nicht einzuhalten sind, Masken. Aber auch Bereitstellung von Desinfektionsmitteln zum Beispiel. Ansonsten ist es uns wichtig, positiv in die Zukunft zu schauen. Würde mich freuen, wenn ihr das auch macht und bleibt positiv.